So, sorry für die kurze Unterbrechung. Auf jeden Fall, da ist die Stelle, wo wir nach dem Erz gefarmt hatten, weil hier ja mein ehemaliger Lavasee war. So, jetzt müssen wir uns aber einen neuen Lavasee suchen. Bevorzugt einen großen. Und da sind Spinnen und Skelett. Skelett reitet auf der Spinne. Naja. Little Legs? Ja. Müssen wir nochmal im Forum schreiben, wegen diesem Nexus, das gefällt mir nicht. Auf jeden Ach Fall. ja. Hier ist ja jetzt ein schöner Lavasee. Und Buddy, wenn. guten Join your Abend. Namen Baker, Hallo. wir sind am Aufnehmen. Alles klar. Ich halte die Klappe. Ja, ganz kurz. Der Server ist momentan ein bisschen sehr laggy, fällt uns auf. Okay. Also, ich laufe jetzt gerade mit 20 FPS im Laser rum. Okay. Da kann ich vielleicht noch eine Kleinigkeit machen. Gut. Bin gleich online und guck mal. Okay. So, auf jeden Fall. Wo waren wir? Ah ja. Wie für ein Firestone? Lava. Ich schmeiß mal jetzt hier in die Lava. So doof oder so? Nö. Er kommt nämlich wieder rauf. Und jetzt saugt er sich hier mit der Lava voll. Ist ja krass. Und wie du hier auch schon siehst, oder auch hier die anderen Zuschauer, das ganze Obsidian, die ganze Lava hier wird zu Obsidian. Und nicht nur hier über die Oberfläche, sondern auch wirklich komplett darunter. Ist ja krass. Ah, das ist auch der Bakerman. Genau. So. Und er braucht jede Menge Lavablöcke. Wie war das? Auch wenn er nur zur Hälfte geladen ist, kann man den nochmal in den Lava schmeißen, damit er sich auflädt, oder? Gut. Kannst du jederzeit reinsticken und lädt sich auf. Bin mir nicht sicher, ob das. Es steht ja, glaube ich, ein Wert dabei, 5000 oder so, wenn ich mich richtig entsinne. Weiß ich gar nicht, der ist jetzt sich gerade noch am Vollladen, aber ich meine, Ja. das war so um den Dreh. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es tatsächlich 5000 Lavablöcke sind, die er dafür braucht. War aber auf jeden Fall immens. Ja, es war auf jeden Fall schon was, das dauert, aber auf jeden Fall auch noch was, wie man es sieht. Aber das Ding ist geil. Auf jeden Fall. Also ich hatte jetzt hier mal geguckt, wie wir hier die RF-Versorgung machen können. Dazu kommen wir später auch nochmal drauf zu. Und ich habe mich dann an die letzte Staffel an euch erinnert, an den Steam Boiler. Und war dann, da wir hier jetzt so ein paar Lavaseen mit der Endothermic Pump stillgelegt hatten, dachte ich, ja komm, geh's mal gucken, ob du dich nicht einen findest. Ja. Ach, mal eine Frage. Es ist doch so, dass dieser Refined Firestone ein unendliches Feuerzeug ist, oder? Es ist eine Hitzequelle. So rum kann ich es jetzt noch ausdrücken, aber ich glaube, man kann Öfen damit betreiben, man kann den Railcraft Boiler heizen, aber ob man was damit anzünden kann, weiß ich nicht. Das weiß ich auf jeden Fall, weil ich hatte jetzt eben schon mal, hatten wir den schon mal gehabt. Und wir haben auch damit mal richtig gemacht, das hat auch als Feuerzeug fungiert. Stand auch so im Weltquaf-Wiki drin. Okay. Meinte, steht auch so weit drin, dass es nur ein unendliches Feuerzeug ist. Nach zweimal ist er kaputt gegangen. Blödes Teil. Deswegen waren wir jetzt eben nochmal neu farmen. Okay. Und das hat schon noch was Ist ein gebaut. bisschen ist scheiße, das Ding zu besorgen, Ja, hätte ich das mal ist echt gesagt. nicht lustig. Und wie man hier schon sieht, hatte ich auch recht, unten drunter ist auch alles zu Obsidian geworden. Dauert auch ewig zum Abbauen. Das ist erstmal ein Wettgranit-Brick. Ja, aus Versehen. Aber ich habe dich nicht enttäuscht, das ist eine geile Sache, ne? Ja, definitiv. So. Ihr nehmt heute Abend auch noch auf, Baker? Na logisch. Ah, wie war der Urlaub? Anstrengend. Städtereisen sind anstrengend, Ja. meiner Ansicht nach. Ah, Hauptsache, es war schön. Oh ja, das auf jeden Fall. Weil wir Ja. haben 4 Tage Paris besucht und es war schon schön. 4 Tage Paris, was kriege ich zu sehen, richtig. 3 Tage langes Wohnzimmer ohne Tapete. Ich hätte danach noch eine Woche Urlaub daheim gebraucht. Ja, wir haben jetzt bei uns in den Ferien, hatten wir bei uns zu Hause das Wohnzimmer renoviert.
Das heißt, erstmal im ganzen Wohnzimmer die Tapete ab, Möbel umgestellt. Und dann haben wir eine kleine LAN-Party gehabt und dann war ich auch schon in der Schule. Okay. Ah, Schule ist schon ein bisschen her. So, dauert ja immer noch was. So, einige fragen sich jetzt auch bestimmt, wann ist er denn fertig? Ganz einfach, wenn hier all diese Partikel aufhören, da reinzufliegen. Ich habe so das Gefühl, dass es noch etwas dauert. Ja, das dauert auch etwas. Ich meine, das waren 5 Minuten, oder? Kann das hinkommen? Klingt nach einem Wert. Ja. Ja. Es werden aber schon weniger Partikel. Ah, von da hinten kommt aber noch sehr viel. Also, der hat eine große Reichweite, muss man sagen. Jetzt sieht er hier auch noch mehr Lava Ah, ab. die Lava ist bald zu Ende. Ah? Ah, nee, das war nur eine Unterbrechung. Oder? Ja, das sieht mir aus, als wäre er bald zu Ende. Oder? Das sieht gut aus. Ach, Baker, mir ist einmal aufgefallen, der Digital Miner, der fasst das Erz vom Firestore nicht. Ich glaube, das war Absicht. Es ist nicht offiziell als Erz markiert, dass man es nicht automatisch abbauen kann durch irgendeine Query, dachte Okay. ich. Weil Covered Jaguar, der Obermods von Railcraft, ist dann manchmal ein bisschen eigen. Okay. So, dann kommen wir wieder vorbei, weil der ist jetzt hier offiziell fertig. Weil wie man sieht, kein Feuer fliegt mehr rein. Kommst du, Crazy? Alter. Ah. Jut. Alle Nerven. Was bist du jetzt da noch im Meinen? Hab grad Lust drauf. Okay. Auf jeden Fall, der Refined Firestone ist jetzt fertig und wenn wir da jetzt einmal Linksklick drauf machen, haben wir ihn auch. So. Wie wir sehen wir nichts. Hat sich von der Anzeige her nicht verändert. Aber jetzt gehen wir damit mal nach Hause. Der ist nämlich jetzt offiziell aufgeladen. Und nicht mehr brandgefährlich. Das hat man eben schon. Ich glaube, ich war drei oder viermal im Wasser. Junge, Junge. Also mit dem Teil muss ja echt eine Feuerwehr rufen. Tschüss, Gast. Hallo, Gast. So. Wieder daheim. Also, was ich gerade erfahren habe, Du bist gleich tot. wenn die Ender Thermic Pump, ja, ich bin fast tot, wenn die Ender Thermic Pump ein Lavasee leer pumpt, ersetzt sie die Lava nicht nur durch Steine, Sondern? sondern auch durch Silberfischsteine. Und das ist heftig. Also, wie viel Silberfische da gerade rauskamen, Respekt. Ich glaube es dir. Ich glaube, das ist ein Feature von Nether Ores, wenn ich mich recht entsinne. Also Feature. Ja. So. Mach mal unten mal gerade dicht. Und dann fangen wir jetzt gleich nämlich auch schon mal beim Craften an. So. Und zwar fangen wir heute mal mit ein bisschen Railcraft an. Und wir bauen uns heute von Railcraft einen Steamboiler. Wo war noch mal das Enderportal? Okay. Mach doch einfach gerade deinen Slash Home, wenn du es nicht findest. Ich suche es. Gut, wir werden Crazy nie wiedersehen. Irgendwann mal im nächsten Ja. Leben. Ja. Ja. Okay. Wir machen uns einen Solid Fueled Boiler Firebox. Dafür brauchen wir einen Ofen, Fire Charge und Bricks. So. Das ist aber auch wieder ein Multiblock, das heißt, wir brauchen 9 von denen.
Also, was brauchen wir denn für die Fire Charge? Blaze Powder, Gunpowder und Kohle. An Kohle mangelt es uns nicht. Gunpowder wüsste ich jetzt gerade nicht, dass es uns daran mangeln würde. Oder? Nee. Nicht, dass ich wüsste. 3, 1, 2. Ach, Baker? Aha. Frage, habt ihr vielleicht heute schon irgendwas geplant, was ihr machen wolltet? Oder? Ja. Okay. Dann ist gut. Das ist aber nicht abendfüllend. Weil Crazy und ich hätten ja nochmal eine Idee. Ah, ihr habt eine Idee. Mhm. Also ein Gehirnfurz. Lass mal raus. Wir waren da mal im Nether ein bisschen was farmen. Hm? Wenn du oder generell, wenn ihr Interesse hättet, wir könnten heute den Wizard rufen. Oh. Ich fühle mich so nackig. Überrascht. Fühle mich das so nackig dafür, dann müssen wir, glaube ich, noch eine Rüstung irgendwo her zaubern. Keine Kraften. Angst, wir haben auch alle Möglichkeiten schon durchgespielt. Wir haben Bedrock, damit wir ihn einschließen können. Ah, okay. Wir haben Obsidian, was aber nicht viel hilft. Okay. Also, wir haben genug Möglichkeiten, ihn irgendwie zu bekämpfen. Aber nichts hat was gebracht, oder wie? Doch, Bedrock bringt was. Das kann er nicht zerstören, aber alles andere schon. Ich weiß, was gerade auffällt. Wir haben gerade nur 6 Cobblestone-Blöcke. Und das ist einmal der 6-fache und 4 4-fach-kompresste. Oh. Mhm. Was mir auch gerade auffällt. Was? Ich bin nicht mal nach Hause. Dann mach doch einfach Slash Home, Christian! Ich bin kein Cheater. Ich glaube, ich. Baker? Ja? Kurze Frage. Zu dir porten? Ja. Nein, ich mach schon Slash Home. Ich hab schon gedacht, das wird ein Single-LP hier. Okay, dann geh ich halt. So. Noch ein bisschen Cobblestone machen. Ja. So. Achso, ich hab grad zufällig im Nether noch ein Gas getroffen und hab 3 Gasbrenne mitgebracht. Nice. So, ich will hoffen, dass das reicht. Wir brauchen. Hat man das gerade gehört? Ja. Oh, dachte ich mir. Ich brauche noch ein bisschen mehr Kobbel. Ich habe jetzt aber auch keine Lust, einen von den Cobblestones zu entcraften. Die kann man craften? Entcraften. Achso. Entcraften, das ist natürlich eine heidene Arbeit. Das könnte ich natürlich schnell machen. Ah, fehlen jetzt eh nur noch 2 Cobblestones, dann haben wir auch die Höfen fertig. Und natürlich, so klug wie ich bin, habe ich natürlich nebenbei nicht vergessen, die sammelt schnell. Wie heißen sie? Die Bricks schon mal zu backen. Das mir auffällt? Was? Oder warte mal, habe ich den mitgebracht? Ja, okay, wir haben den Miner abgeholt. Ich wollte schon sagen. Ich dachte schon, haben wir den stehen lassen? Ah. Herzlich, Tri, wurde über einen Gratis-Miner gefreut. Er kommt hier nicht so schnell her. Stimmt, der weiß ja immer noch nicht, wie man sich portet. Quelle Ziel ist nicht immer so einfach. Ja. Aber naja.